Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es sind aktuell gute Zeiten für Doctor Who-Fans. In Deutschland arbeiten mit Pandastorm und Polyband zwei absolut großartige Labels daran, uns so viele neue, alte Folgen der Kultserie wie möglich zu servieren. Aber auch in England reißt sich die BBC den Haxen aus, um so viele Folgen wie möglich in remasterten Fassungen zu bringen. Während es da einerseits die sogenannte The Classics Collection gibt, wo man uns eben bereits seit einigen Jahren immer wieder Staffelboxen serviert und mittlerweile eben auch mit der 17. Staffel bereits ein weiterer Release angekündigt ist, gibt es zusätzlich zu Steelbooks von den neueren Doctor Who Folgen auch einzelne alte Folgen, die in einer Steelbook-Version veröffentlicht werden. Aber das hat nämlich einen ganz wichtigen Grund. Es ist gar nicht mal so leicht, uns alte Doctor Who Folgen noch vorsetzen zu können, denn die BBC hatte immer wieder in der Vergangenheit die glorreiche Idee, man könnte ja die ganzen Masterbänder vernichten. Das hat dann eben zur Folge, dass es zwar vereinzelte Serials eben zum Beispiel hier mit dem zweiten Dr. Patrick Troughton gibt, immerhin hat uns ja Polyband hier mit Das Grab der Cybermen, Der Feind der Welt bzw. Kriegsspiele bereits drei Abenteuer vom zweiten Doktor auch im Mediabook veröffentlicht, aber es klaffen trotzdem im Archiv der BBC große Lücken, die eben auf diesen damaligen Purge zurückzuführen sind. Und wenn wir jetzt eben uns das heutige Anlassbeispiel für dieses Video anschauen, nämlich den brandneuen britischen Steelbook-Release von The Evil of the Daleks, bewegen wir uns hier in der vierten Staffel, die eben zwischen November 1966 und Juli 1967 in England ausgestrahlt wurde. Und was an der Stelle ganz besonders spannend ist, ist, dass diese aus neun Serials bestehende Staffel bislang relativ freundlich von der BBC behandelt wurde, denn es wurde bereits das dritte Serial The Power of the Daleks beziehungsweise dann das siebente The Macra Terror beziehungsweise das achte The Faceless Ones veröffentlicht. Und mit The Evil of the Daleks geht man jetzt bereits zum vierten Mal zurück auf diese vierte Staffel und veröffentlicht das neunte und letzte Serial, das man eben in diesem Jahr damals gesehen hat, aber dann nicht. Schauen wir vielleicht, bevor wir uns das Cover Artwork anschauen, zuerst gleich einmal eben hier auf das Backcover, damit wir erfahren, worum es geht. Wir haben natürlich eben in diesem Fall wieder, dass sogar kurze Zeit nach der Erstausstrahlung von diesem Serial bereits die Master verloren gegangen sind und es sind ausschließlich nur Audioaufzeichnungen von allen sieben Folgen enthalten. Wenn wir eben da auf die Specials von diesem Set blicken, dann sehen wir, dass offensichtlich die zweite Episode die einzige ist, die eben überlebt hat und die es immer noch als Original-Fernsehaufzeichnung gibt, aber dass man eben jetzt für diesen Release die gesamten sieben Folgen neu gemacht hat. Die wurden eben, wie bereits bei den letzten Serials, dann animiert, liegen also hier wieder mal sowohl in Farbe, passend zum aktuellen Stil, als auch eben natürlich in Schwarz und Weiß vor, so wie das Ganze damals gelaufen ist. Womit man aber natürlich rechnen muss, ist, dass es bei diesem britischen Set keinen deutschen Ton gibt. Man darf aber vielleicht irgendwie geduldig sein, dass es vielleicht irgendwann einmal auch diese animierten, neu gemachten Specials von Doctor Who zu uns auf Blu-ray schaffen. Jetzt an der Stelle können wir aber natürlich eben einmal einen Blick auf das Cover Artwork werfen. Da bekommen wir The Evil of the Daleks sowieso serviert, wie die üblichen Doctor Who Specials in so einem Quarterslip und können jetzt einmal das Steelbook entfernen. Da finden wir meiner Meinung nach ein wirklich absolut großartiges Design. Einerseits eben hier die TARDIS umgeben von den Daleks. Absolut wundervoll, nämlich eben auch, wie das hier gemacht ist. Man sieht nämlich einerseits hier ganz unten bei diesem Nebelschimmer, andererseits aber eben hier bei den leuchtenden Fenstern und sonstigen Elementen von der TARDIS, wie eben dieses wundervolle Steelbook
Dings hier zur Geltung kommt, der das Metall eben, das hier wundervoll einerseits von der Grundierung verziert wird bei den dunklen Bildelementen, aber eben hier bei den hellen wie eben den Fenstern das Ganze absolut strahlen und leuchten lässt. Auch hier eben bei dieser Maschine sehen wir wundervoll, wie eben hier einerseits diese silbernen Outlines zur Geltung kommen, beziehungsweise eben hier oben auch diese Lichteffekte. Man hat hier wirklich den Eindruck, wenn ich das von der Lampe wegbewege, beziehungsweise dann hinbewegt, dass da wirklich jemand das Licht aufdreht. Das ist absolut fantastisch durchdacht, das ist absolut fantastisch gezeichnet. Meiner Meinung nach ein perfekt für dieses Frontcover aufbereitetes Design, das mich persönlich absolut begeistert, eben vor allem mit seiner wundervollen leuchtenden Farbgebung. Aber schauen wir jetzt dann eben einmal über den Spine, wo wir bereits jetzt erkennen, hey, da wird das Frontcover-Artwork fortgesetzt auf das Backcover, das eben tatsächlich auch dieses Frontcover fortsetzt. Sehr schön, wie das eben hier durchdacht ist, dass das eben auch das Element ist, das wir hier auf dem Backcover von dem Quarterslip sehen. Wir sehen jetzt hier eben quasi den Doktor und seine Begleiterin, die eben hier offensichtlich in einer Art Dalek-Schlafkammer gelandet sind. Ein bisschen erinnern mich die Daleks da so an die Alien-Eier da, aus denen bald irgendwelche mechanischen Facehugger schlüpfen könnte. Auch hier macht man sich im Hintergrund ganz nett diesen metallischen Steelbook-Effekt zunutze, aber wir wollen an der Stelle jetzt natürlich einmal hineinblicken, beziehungsweise uns zuerst einmal den Überblick anschauen, wie dieses Steelbook außen wirklich aussieht. Das ist in meinen Augen absolut fantastisch und absolut großartig gemacht, aber jetzt eben einmal hier der Blick nach innen. Da sehen wir eben quasi das alternative Motiv, ich würde jetzt in dem Fall sagen das Standardmotiv eigentlich. Das ist nämlich auch das Cover-Artwork, das wir auf der alternativen Emery-Version sehen können. Aber es ist eben jetzt da auf der zweiten Disc eben zum Beispiel die Folgen in Farbe. Auf der ersten Disc waren sie in Schwarz-Weiß. Und hier ebenfalls noch ein wirklich cooles Innendesign, das eben den Doktor und die Daleks zeigt. Sehr schön, natürlich in diesem Fall, weil das ganze Material in entsprechender Qualität vorliegt. Es handelt sich ja eben immerhin um eine komplett neu animierte und neu gezeichnete Sache. Das ist eine wirklich interessante Position. Es wirkt fast so, als wäre der Doktor der Meinung, dass ein Dalek auch ein ausgezeichneter Rückenkratzer ist. Da würde ich aber aufpassen, weil sonst wird man vielleicht irgendwie assimiliert. Aber das sieht auf jeden Fall absolut großartig aus, ist, finde ich, wunderschön gezeichnet. Ist hier eben voll grundiert, weswegen das Ganze eben auch deutlich kräftiger von den Farben her wirkt, als zum Beispiel das Frontcover-Artwork. Aber ich persönlich bin eher ein Fan von diesem matten Look als von diesem Full Gloss. Aber so wie das eben die BBC hier bei diesem Doctor Who Steelbook gemacht hat, ist es in meinen Augen absolut perfekt. Das einzige, nein, ich ja quasi dafür bekannt bin, pedant zu sein, dass man noch ausbessern hätte können, wäre, dass man drei verschiedene Bilder für die Discs nimmt. Aber das ist wirklich ein kleiner Kritikpunkt. Beziehungsweise, dass man dann vielleicht nicht doch dasselbe Bild noch als Booklet-Frontcover nimmt. Aber hey, es gibt ein Booklet. Das ist natürlich eine absolut coole Sache. Und ebenfalls cool, dass man eben hier sieht, dass diese Folgen, wie sie damals Ende der 60er ausgestrahlt wurden, zwischen 5 und 8 Millionen Zuschauer hatten. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Aber wir schauen jetzt eben einmal durch das Booklet, bekommen da eben ein paar Produktionsnotizen zu eben dieser, einerseits natürlich dem Original-Serial, nehme ich mal an, andererseits eben jetzt auch dieser neu gemachten Version, können uns natürlich mit einigen Screenshots und Bildern noch ein bisschen mehr von dieser Animationsqualität überzeugen. Hier eben dasselbe Bild zum Beispiel, das wir auch als Innenartwork von dem Steelbook gesehen haben. Und grundsätzlich ein, wie ich finde, sehr, sehr schick aufgemachter Release. Ein wunderschönes Steelbook, das eben mich persönlich absolut begeistert, vor allem eben mit diesen Leucht- und Metalleffekten auf dem Frontcover. Definitiv zu den schönsten Steelbook-Releases des Jahres zählt und für jeden Doctor Who-Fan sowieso ein absoluter Pflichtkauf ist.